So, hallo mein Lieber. Boah, die Bilder einfach. Ah, sein geliebtes Nobilikat. Und Rizeros. Hallo Dragosso. Komm doch einfach mit. Ah Mann, so einfach ist es leider nicht. Scheiße, los geht's. Ich bin beeindruckt. Es ist dir tatsächlich gelungen, etwas zu bezwingen. Du hast es weit gebracht. Team Rocket ist... Warum sieht man sein Gesicht nie? Team Rocket ist eine Organisation, für die der finanzielle Profit an oberster Stelle steht. Pokémon? Sie sind für uns nichts weiter als ein Mittel zum Zweck. Werkzeuge, mit denen wir unsere dunklen Machenschaften in die Tat umsetzen. Und ich, Giovanni, bin der Kopf dieser Organisation. Eigentlich müsste ich ihn jetzt mit so einem Mafioso-Dings sprechen. Das kann ich nicht so. Wie bitte? Du willst, dass ich dieses Dragosso hier freilasse? Das ist alles. Dafür schleichst du dich in unser Versteck ein und bringst dich selbst in Gefahr. Scheint so, als hätten wir es mit einem ganz besonderen Unruhestifter zu tun. Und doch bist du nur ein Kind. Du wirst es bitter bereuen, dich gegen mich aufgelehnt zu haben. Los geht's. Und auch hier leider nur die normale Trainermusik. Schade. Finsterer Blick. Rocket Boss. Snoopy-Dekat. Aha! Hätte ich mir denken können. Giflor, hau raus. Let's go. Ja, machst du Giftpuder einfach mal erstmal. Oh, Mogelhieb, natürlich, klar, ja, klatsch mir eine. Oh, ich hasse Mogelhieb so sehr. Wurde, glaube ich, in der zweiten Gen eingeführt, ne? Selbst ich hasse diese Attacke. Immer Erstschlag und Zurückschlag garantiert. Bäh. Luftkack. Mach doch mal bitte hier irgendwas. Danke. Hättest du schon in der ersten Runde machen sollen. Das war halt nicht mal Toxin, es ist nicht mal schwer vergiftet. Ich will ein Gengar. Giflor ist Käse. Megasauger kriege ich nicht hin. Snobitikat ist schneller. Tschüss. Wow, Giflor. Ja, hervorragende Arbeit. Muss schon sagen. Geil. Schön, dass dann da mal jetzt eine Kampfattacke kann. Cool. Das ist doch jetzt schön. Ja, dann hau mal raus, ne? Den Durchbruch. Los geht's. Ich zeig dir mal eine richtige Attacke. Hohoho, sehr schön. Fantastisch. Fantastische Arbeit. Was holst du raus? Ein Rihorn. Ah ja. Willst du mal ein richtiges Horn sehen? Nein, ich habe leider nur eine Ente. Okay. Komm raus, Aspirin. Ich brauch dich. Rihorn, hallo. Ja, Kaskade würde ich sagen. Hau mal raus, die Scheiße. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So muss das laufen. Oh, viel Ender. Moment, das war doch eine K.O.-Attacke, oder? Nein, war es nicht. War es nicht. Warum habe ich im Kopf, dass das eine K.O.-Attacke sei? Die waren jetzt mit Kaskade schneller. Boah, gut. Gut. Hey, wir haben Giovanni besiegt. Hey, ist ja ein Kinderspiel gewesen. Was ist denn da los? Das war halt tatsächlich einfacher als so mancher Rüpel. Was ist denn da los? Was? Wie ist das noch möglich? Hast du doch gesehen? Hm? Mein Freund, kannst du gar nichts. Na, wer hätte gedacht, dass ich mich einmal von einem Kind besiegen lasse? Ja, schön. Das Dragosso gehört dir. Mach mit ihm, was du willst. Außerdem will ich, dass du das hier nimmst. Sie ist als eine Art Entschuldigung dafür an, dass ich dich nicht ernst genommen habe. Cool, ich habe ein Kinderspiel, Safe Scope erhalten von Giovanni. Ey, welche Ehre. Vielen Dank dafür. Wow, geil. Du trainierst deine Pokémon offensichtlich mit sehr viel Liebe. Aber meine Ziele und Beweggründe könntest du nie verstehen. Na, ich werde mich fürs Erste zurückziehen. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal gegen dich kämpfen kann. Ich glaube, er ist doch der 8. Arena-Leiter, doch. Doch, ich glaube schon. Dragosso macht sich auf den Weg zurück nach Lavandia. So einfach? Really?
Alles klar. Ja, ja. Mit Hilfe des Silphscopes könntest du vielleicht herausfinden, was es mit den Gespenstern dort auf sich hat. Sag bloß. Ja, und Atlas steht hier jetzt einfach völlig alleingelassen. Wie bestellt und nicht abgeholt. Sehr schön. Auch nicht schlecht. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Gut. Gut. Und das ganze Team Rocket ist weg. Nur Atlas ist noch da. Hä? Was? Hallo, Pikachu. Ja, ich würde auch gerne ein bisschen weiter kämpfen, aber nicht jetzt, Pikachu. Ja, habe ich dich gekitzelt? Tagos ist frei. Dann kann ich hier in Ruhe essen gehen. Mach das mal lieber. Bis dann. Bis dann. Danke, dass du da warst. Kommst du später nochmal oder nicht? Oder? Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und einen guten. Nicht? Und danke nochmal für dein Host und dein Resub. Hallo. Wenn du jemanden verrätst, dass ich eine Spionin bin, dann setz's was. Du musst nicht mehr spionieren, ich habe alle besiegt. Nur Atlas steht noch dumm rum, weil der einfach, der weiß auch nicht. Hobbylos. Keine Ahnung, du. Was sagst du dazu? Also, gut, schön, toll, cool. Alles klar. Haben wir das auch erledigt. Fantastisch. Huch! Hä? Hat sich Pusmania City direkt verändert. Wer bist du denn? Hey, du! Du interessierst dich bestimmt für mich und meine geniale Erfindung, oder? Ach, musst du so schreien. Du willst doch bestimmt jedes letzte Detail darüber erfahren, hä? Ja? Ja, aber schrei doch nicht so. Da bekomme ich Kopfschmerzen. Da brauche ich eine Aspirin. Nee, na gut, wenn du drauf bist... Oh, Moment. Quietsch, was? Entschuldigung, hab ganz vergessen, mein Megafon runterzudrehen. Danke, du. Aua. Meine armen Ohren, mein armer Kopf. Darf ich vorstellen? Ein Transportmittel, mit dem man durch die unendlichen Weiten des Himmels segeln kann. Jaha, eine unglaublich fantastische Erfindung. Es ist keinesfalls zu viel gesagt, das Ganze als geheime Technik zu bezeichnen. So sieht's aus. Es gibt aber ein kleines Problemchen. Obwohl ich so viel Mühe in diese Erfindung gesteckt habe, sind die meisten Leute zu ängstlich, um sie auszuprobieren. Aber du... Ah, man erkennt sofort, dass du ein mutiger Junge bist. Und deshalb habe ich mich großzügigerweise dazu entschieden, dir die geheime Technik Himmelsritt beizubringen. Aber Pikachu will es lernen. Oh, wow, langsam mit dem jungen Ponita. Er scheint, als sei dein kleiner Freund selbst ganz heiß darauf zu lernen, wie man mit meiner Erfindung umgeht. Kann das sein? Richtig. Pikachu lernt sehr gerne neue Sachen. Das gefällt mir. Dieses Pokémon ist eine Inspiration für uns alle. Also los! Du musst erst hier und anschließend da. Moment, hier drüben. Ja, genau, die Steuerung. Ja, ja. Mit den Ballons geht's aufwärts. Du musst hier und dann da. Hui, verstehst du? Pikachu hat die geheime Technik Himmelsritt erlernt. Ja, mit dieser fantastischen Anweisung. Was war denn das? Mit der geheimen Technik Himmelsritt kannst du dich an Orte tragen lassen, die du im Verlauf deines Abenteuers schon mal besucht hast. Ja, genau. Ja. Hier, ich schenke euch meine Erfindung. Dreht damit ein paar ordentliche Runden durch die Lüfte für mich, ja? Ja, fliegen. Wir haben im Prinzip Fliegen bekommen. Finde ich aber süß. Ist halt so eine Anspielung auf das Ballon-Pikachu, ne? Aus der gelben. Oder auch von Pokémon-Karten. Finde ich eigentlich ganz sweet. Und... war das tatsächlich hier der Fall so? Wann hat man Fliegen gekriegt? War das in Prismania? Ich dachte Safronia und so ein Scheiß. Aber das ist hier scheinbar eh irgendwie komplett ordensunabhängig jetzt, ne? Früher hat man Orden dazu gebraucht, jetzt nicht mehr. Und wie ist das? Man wird, glaube ich, nur hingeportet. Man kann, glaube ich, nicht durch die schöne Region fliegen. Drum brauchen wir das eigentlich nicht. Ich heile meine Pokémon. Und dann geht's auch wieder zurück nach Safronia. Nächster Orden. Der Orden Nummer 5 fehlt ja noch. Dann Lavandia. Selbstverständlich Lavandia. Da machen wir das dann noch. Und dann geht's auch schon runter nach... Na? Mensch, Fuchsania. Dankeschön. Fuchsania City.
Genau. Da der nächste Orden, dann geht's auch schon runter zu Seeschauminsel, Zinnoberinsel. Dann zurück Vertania, dann haben wir's schon. Ja, moin. Hört sich schneller an, als es wahrscheinlich gehen wird. Wir werden sehen. Hab ich ein Kratzen im Hals? Was ist denn da los? Erstmal bin ich immer noch unzufrieden mit dem Team. Wir werden sehen, was da noch reinkommen wird. Achso, Gengar wollte ich ja reinballern. What? Ein wildes Akani und es ist riesig und wie süß es rumhoppelt. Süß. Ich hab schon eins, aber ich fange mir noch mal eins. Oh, bist du geil. Never ein wildes Akani. Komm schon. Nein. Ja, Demon 2.0. Mängel, hi. Hab ich mir irgendwie auch so ähnlich gedacht. Ein Spielkamerad für Demon. Wie süß. Ihr habt's gesehen, ich hab doch nach rechts geworfen. Was ist das denn? Bitte, bitte, bitte. Hey, was war denn das gerade? Drei? Komm, wir sind Hyperball. Na also, schön. Akani wurde gefangen. Ja. Level Up sehe ich gerne. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Fantastisch. Okay, gut. Boah, cool. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, welches Level und alles ein Kack. Moment. Wo bist du? Sortieren übrigens nach Pokédex-Nummer. Dankeschön. Besser. Oh, 27. Und du kannst? Es kann Biss. Meine Güte, es kann Biss. Klingenherz, hey! Willkommen zurück! Hallöchen! Ich habe gerade einen Akani gefangen. Demon 2.0. Ja, und es kann Biss. Es kann Biss. Und das ärgert mich jetzt. Ich müsste eigentlich fast das hier nehmen. Aber dann habe ich Hitzewelle nicht mehr. Das gibt's ja nicht. Lass mal sehen hier. Ja, eben. Warum hat es Biss nicht erlernt? Was soll denn der Scheiß? Vulcano, habe ich es einfach zu früh entwickelt? Kann nicht sein. Hitzewelle. Scheiße. Das hätte Biss. Okay. Der Knirscher. Oh nein, ich habe es zu früh entwickelt. Da wäre noch ein Knirscher rausgekommen. Auf Level 28 wäre ein Knirscher rausgekommen bei Vulcano. Ich hab's zu früh entwickelt. Ach, meine Fresse. Ja, mein Fehler, ne? Da bin ich natürlich jetzt. Das ist natürlich scheiße. Boah, hätte ich nicht einfach warten können. Boah, Kacke. Ja, scheiße. Das ist natürlich. Natürlich mies. Das ist natürlich mies. Biss ist halt geil. Knirscher wäre noch geiler, aber Biss ist halt wirklich. Hä, hey, was ist das? Biss ist halt Biss. Mag es sich zu entspannen, ist aber ernst. Gut, gut. Du hast nur 93 KP. Bist ja auch nicht entwickelt. Also so von. Du bist ja nicht trainiert, sag ich mal. Oh, so eine Scheiße natürlich. Ist dickköpfig. Ja, das ist jetzt natürlich echt kacke. Oh, Mano. Oh, du könntest den Drachenpuls. Schöne Sache. Es gibt keine Unlichtattacken.
Scheiße, also Biss hätte ich wirklich gerne. Kacke. So, weißt du, scheiß auf Bodycheck im Prinzip. Glut kannst du, Hitzewelle ist halt verdammt praktisch. Scheiße. Ist keine TM. Oh, miese Sache, das Ganze, ja. Scheiße. Ja, was lernen wir daraus, ne? Nicht zu früh die Pokémon entwickeln, Leute. Ja. Welches Level ist das? Level 13. Da käme noch ein Knirscher raus. Oh, es ist weiblich. Können wir nicht nochmal von vorne trainieren hier, oder? 27. Aha. Es kann schon Flammenwurf und Hitzewelle. Soll ich es von vorne trainieren? Soll ich das hier nehmen? Soll ich das hier nehmen? Okay, warte mal. Hä? Dann brauche ich ja wieder einen Feuerstein. Was ist das Wesen? Egal. Sorry, dass ich da jetzt gerade so ein bisschen rumguck, ne? Knirsch auf 28. Ein Level noch. Hätte ich schon Bock jetzt einfach mal von vorne, ne? Hitzewelle, Flammenwurf, perfekt. Wer braucht denn das, den Rest noch? Glut drauf gekackt. Dann kommt noch ein Flammenblitz raus, weißt du? Oder könnt ihr ihm noch Feuersturm geben? Oder Knuddler. Knuddler wäre süß, oder? Ich glaube, ich nehme das. Ich glaube, ich nehme das jetzt. Besitzt Temperament. Sehr schön. Ich glaube, ich tausche mein Arcani aus. Ja, was ist da denn los? Wegen Knirscher. Das ist ja Wahnsinn, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ja, dann machen wir das, Jo. Machen wir das einfach so, oder? Müssen wir natürlich wieder Demon nennen. Ganz klarer Fall. Zwar mit diesem Strich, denn dann stimmt das auch. Nee, nicht groß. So. Ja, vielleicht ist das sinnvoller, nicht? Brauchen wir einen Feuerstein? Können wir kaufen, hoffentlich. Hoffe ich doch einfach jetzt mal, weil sonst... Ich will schon Knirscher haben. Knirscher ist schon praktisch. Brauchen wir halt schon. Ganze Psycho-Pokémon, ne? Ja. Geist-Pokémon und so. Das brauchen wir alles. Nee, bei dir gab's TMs. Das ist wie kein Mensch. Wobei, was hätte der denn? Man weiß es nicht. Nein, hier gibt es auch keine Steine, glaube ich. Oder? Nein. Wo gibt es denn die Steine? Welches Stockwerk war denn das? War ich das jemand? War das hier? Hallo? Was gibt's denn bei dir? Ah, ja, sehr. Oh ja, super geil. Jawoll. Danke. Alles klar, das war's auch schon. Dankeschön. Wiedersehen. Nehmen wir den Aufzug. Wir sind einfach lauffaul. Zack. Cool. Dann machen wir das so. Wie wir einfach immer noch Team Rocket sind. Das ist so lustig. Das ist so genial. Gut. Mein Smogon, Hallöchen. Dann jetzt aber, ne? Auf geht's. Safronia City. Ja. Ja. Da war ein Abra. Mistikak. Ein Radikal. Komm her. Jetzt will ich schon das. Die mir den Knirscher erlernt, bitte. Hä, doch kein Hyperball. Wie sehe ich denn aus? Einfach fabelhaft. Gucken wir mal.
Pokébälle bringen es irgendwie so gar nicht mehr. Ah, Mann. Boah, voll nervig. Komm jetzt. Voll doof alles. Ich will wieder kämpfen. Ich will die Pokés schwächen. Ja, komm. Ich kann nicht sein. Und dann diese dummen Würfe immer. Voll nervig. Ja, jetzt klappt das gar nicht. Ey, Pokébälle, wer braucht die noch? Ich muss 50.000 Superbälle kaufen, ganz ehrlich. Los geht's. Bleibt bestimmt wieder nicht drin. Ach so, doch. Okay, gut. Wie habt ihr eigentlich eure legendären Pokémon gefangen? Ich hab die eigentlich irgendwie so gut wie immer mit Superball gefangen. Weiß nicht. Hatten für mich den Anschein, als hätten sie irgendwie die meiste Wirkung. Was bestimmt Blödsinn ist. Oh, süß, das Vulkan wollte mich anfallen. Hä? Wieso? Was? Wieso fliegt da einfach so ein Taubsi rum? Ja. Verschwendet man einen Superball. Komm. Oh, was ist das denn mit diesen Würfen? Habt ihr je den Meisterball benutzt? Ich sammle die irgendwie immer. Mir ist der zu wertvoll. Ich hab... Ja doch, ich habe schon auch mal legendäre Pokémon gefangen mit einem Meisterball, aber absolut extrem selten. Ich fange die wirklich meistens einfach mit normalen Bällen. Ja. Und hab dann letztendlich einfach den Meisterball übrig. Da ist noch ein Radikal. Schön. Oi, ja los. Wir müssen ihn trainieren. Hallo. Ups. Oh Mann. Engel. Ich nie, weil ich nie Pokémon gespielt habe. Ja, toll. Sinn. Nur Pokémon Go, aber ich hatte nur noch... Ja, ich glaube, gibt es da überhaupt einen Meisterball? Gibt es in Pokémon Go einen Meisterball? Wahrscheinlich nicht. Das wäre irgendwie so sinnlos. Vielleicht einmal oder ich weiß es nicht, es wäre irgendwie komisch. Würde mich nicht wundern, wenn es da gar keinen gibt. So vom Konzept her wegen. So, deswegen. Ja, dann halt Vulcano, los geht's. Oh, hui. Oh, jetzt. Was sind das immer für krampfartige Würfe hier? Ach, ich weiß auch nicht. Ich sehe schon, ich komme da nicht weit. Außer ich mache. Wie heißt es denn? Fangserien. Dann bekommen wir wahrscheinlich auch mal ein bisschen mehr EP, ne? Zum Beispiel jetzt. Gucken wir mal. Bestimmt nicht, oder? Doch. Ach, welch Wunder. Serie 2. Wie viel Erfahrung gibt das? Ja, Doppelte, oder? Steigert sich das immer so, das Doppelte oder so? Kann das sein? Das wäre praktisch. Wow, da müssen wir eine richtige Serie mal machen. Dann, nee, dich will ich nicht. Na komm, lass mal Vulcano raus. Komm, das wäre ganz geil. Machen wir eine kleine Serie so.